Hi meine Lieben und willkommen. Ich kann es kaum glauben, es ist ein Abonnenten-Special-Video und nämlich nicht nur eins. Ja, da versucht sich die kleine Katz wieder zu verstecken. 400 Abonnenten. Ich kann es kaum glauben. Ich freue mich wahnsinnig. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich so viele Abonnenten mal haben werde und das ist einfach echter Wahnsinn und ich danke euch wahnsinnig und habe mir deshalb gedacht, ich mache heute wieder mal ein Tiervideo, jedoch dieses Mal ein bisschen ein anderes, nicht mit einem Hamster, sondern mit einem kleinen Katerchen, das in dieser kleinen Box versteckt war, die ich ja zugeschickt bekommen habe zum Fur-Testen und Body-Mist-Testen. Und da war so ein kleines Katerchen drin. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, war das Katerchen schon drin, als ich aufgemacht habe oder erst dann. Das ist dann irgendwie so schnell gegangen, auf einmal war der da. Und der Kleine nennt sich übrigens Loki. Und ich finde den ganz süß, er ist so ein kleiner Mischling, also es ist keine reinrassige Katze oder sonst irgendwas. Er ist ein Mischling aus Maine Coon, Angora und Perser, sowas. Noch ein kleines Baby, deshalb ist auch das Fell noch etwas, ja, so wie es halt die Babykatzen haben. Noch nicht ganz so lang, wie es eigentlich mal wird und auch noch nicht so flauschig, aber trotzdem super süß. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute den Kleinen mal. Er gehört zwar eigentlich nicht direkt mir, also ihr bräucht euch keine Sorgen um François machen, dem geht's gut. Der ist zu Hause in seinem Käfig und in Sicherheit vor diesem Kleinen, sondern dieser ist eben bei meinen Eltern zu Hause und treibt da sein Unwesen. Arr, was ist denn hier los? Loki, wie geht's dir? Ja, ich nix wissen, wo ich hier sei, ne? Ja, du bist hier, ich weiß auch nicht, ich meine, ich hab da diese Box geöffnet und auf einmal warst du drinnen. Ja, ich habe gesehen, ich muss fangen diese Mause, oder was ist da drinnen? Sowas ähnliches, ein Korken, ich glaube, du hast schon was getrunken, schaut's aus. Ich nix. Was ist denn das schon wieder? Zeigen. Ach, Luki, du kennst doch wohl Heidelbeeren. Aber das ist doch nichts für Katzen. Ich schon sagen, ich wollen Mause oder Fische, aber nix so diese. Nein, du bekommst doch keine Heidelbeeren. So geht's das nicht. Nein, da. Nur probieren. Nein. Schöne Frau, nur probieren. Da geht nichts nur probieren. Du kannst doch nicht einfach da die Heidelbeeren wegfressen. Ist besser, du spielst dich wieder mit den kleinen Papierbällen hier. Ja, ich muss erfangen, diese kleine Monster. Ja. Immer laufen davon. Ja, und es gibt so viele davon. Aber wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich habe noch gefunden einen. Du bist ja Schlinger. Und tut mir sehr leid, ich noch nichts gut sprechen Deutsch. Woher kommst du eigentlich? Ja, ich nichts wissen. Bist du einfach in dieses Paket gestiegen? Ich komme mit diesem Paket und mache einen Aufen und sein bei Rita Gina. Wie kann denn sowas passieren? Aber du hast schon Loki. Habe ich das schon richtig verstanden? Ja. Heißt okay. Ein Loki. Sehr gut. Muss er fangen, diese kleine Mause. Ja, also ich muss dir leider sagen, in unserem Haus. Was ist hier los? Wer diese Frau sein? Wer ist diese Frau? Keine Ahnung. Ah, ich mache ein Putzen und dann mache ein Schlafen. Kleine Katze kommen ursprünglich aus alten Ägypten. Also. Katze sei ein Wüstentier. Deswegen habe nichts ausgeprägt gute Durstsinn. Was ist hier schon wieder los? Spielen mit kleiner Loki oder nichts? Nichts spielen. Nein. Aber wieso? Hier ist es langweilig. Ich möchte was anderes machen, bitte. Kamera aus hier. Oh, hier gibt es Futter. Nein, es gibt jetzt noch kein Futter. Doch, ich habe gesehen, es ist schon 18 Uhr.
Es fliegt noch keins. Du kannst doch nicht einfach aus dem Paket hier rauskriechen, ein paar von diesen Papierschnipseln da fangen und dann gleich was essen wollen. Ja, aber Loki, sein Gott des Feuer, habe ich gelesen, Ja, muss und behandeln Loki wie Gott des Feuer. naja, aber da musst du schon noch ein bisschen was leisten. Cienfuegos. Ja, aber du musst doch ein bisschen was leisten dafür. Auch das geht doch so nicht. Nein, da gehe ich lieber mal weg. Das Aber geht nicht. alle Zuschauer bestimmt sagen, dass Loki sei eine große, große Superkatze. Aber du bist doch erst eine Babykatze. Loki werde noch viel größer. Zu Das glaube ich sehen, eh sofort. Loki werde ein furchteinflößender Monster. Du bist wirklich furchteinflößend. Ja. Loki sei noch gefährlicher als wie Tiger und Löwe zusammen. Ei, das, wenn François hören würde. François, was ist denn eine François? Eine Francesco? Nein. Gar nichts. Also nichts, was dich irgendwie interessieren François würde. sei eine kleine Mause? Nein, keine Maus. Er ist immer recht Ich beleidigt, wenn man Maus zu ihm sagt. werde sehen, was ist François. Nein, nein, ich glaube, ihr werdet euch nicht kennenlernen. Der wohnt ganz weit weg. Aha, na, wir werden sehen. Was wir machen jetzt? Wir spielen lieber mit etwas anderem, vielleicht einer anderen Maus. Ich schau mal, was ich noch finden kann. Wir werden sehen. Loki muss trainieren. Wir werden große, große Monstrum. Ja, natürlich. Mal schauen. Und wer ist hier Chef in diesem Hause? Auf jeden Fall du nicht. Was? Du bist ja erst ein Ja, Baby. noch nicht. Ich muss herausfordern, der große Chef, damit ich werde ein Alpha-Kater. Natürlich, wir haben noch eine zweite Katze. Zweite Katze? Ich noch nicht sehen, diese zweite Katze. Ja, die darf auch raus und du darfst noch nicht raus. Was heißt raus? Nichts, gar nichts. Also, nichts. Raus in Garten oder was? Oder raus in unteres Geschoss von diesem Hause? Sowohl als auch. Sie darf überall hingehen, aber sie ist auch schon älter. Wann Loki darf gehen hier raus? Naja, da müssen wir noch ein bisschen warten, weißt du? Du bist ja doch noch Ich muss ein jetzt Baby. fangen, diese Mause. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo bist du? Wo gehst denn du jetzt schon wieder hin? Ich muss Nein. noch starten, einen neuen Angriff für fangen, diese Mause. Ah, ja. Du siehst, Mix. Angriff starten und dann. Das ist eine Täuschungsmanöver. Das ist ganz normaler Angriff von Katze, so tun, als ob nichts sehen und dann kommen so schnell und wieder zurückkommen. Ah ja, na, es hat sehr gut funktioniert. Vielleicht versuchen wir es ja nochmal und wenn du ein bisschen schneller bist, dann ist es vielleicht eher, dass du eine Maus erwischt später mal. Und was du sein? Ich habe zuerst gehört, YouTuber. Was das sein, YouTube? Ja, das ist so eine Videoplattform, weißt du? Und ich mache da eben mit François ein paar Videos. Aber ich nicht sein, François. Das stimmt allerdings. Du bist noch fluffiger als François. Das ist interessant. Und du machst jetzt Filme von mir, oder was? Nein, nein, die Kamera ist eh aus. Das weiß ich nicht, ob stimmen das. Aber mir ist egal. Loki sowieso ist Superstar in diesem Hause. Das glaube ich sowieso. Schon wieder ein neues Spielzeug für Loki? Ja, das ist jetzt wirklich eine Maus. Schau, die kannst du jetzt fangen. Probier mal. Ich habe keine Lust, ich will was fressen. Was heißt du, du hast keine Lust? Das geht aber so nicht. Ich will eine ganze Wildschwein fressen. Na, jetzt fangen wir erstmal mit einer Maus an, ne? Und dann schauen wir mal weiter. Wer ist überhaupt meine Mama? Das ist deine Mama. Ich nichts kenne diese Frau. Die mit den Grumpy Cat Socken. Ich nichts kenne diese Frau. Nein, was heißt du, du Loki kennst nichts sie nicht? brauchen Mama. Loki ist ein Monstrum und brauche nichts Mama. Naja, vielleicht manchmal schon. Ich nichts wissen. Oh, das glaube ich aber schon. Immer am Abend, da habe ich dich schon mal mounzen gehört. Da kannst du nicht sagen, dass du es das nicht gemacht hast. Loki Mountain? Für was Mountain Loki? Ja, weil du gestreichelt werden wolltest.
und geschmust werden wolltest. Was nicht stimmt. Loki ist ein echter Kater. Wilde Kater. Ja, Nix klar. Schmuse-Tiger. Ja, du brauchst nicht beleidigt sein. Das ist schon okay so. Loki bekommen jetzt was zu fressen? Also ich muss schon sagen, mit François ist es doch ein bisschen leichter, das ganze Video machen. Ich glaube, ich bleibe dann doch bei François. Ich hoffe jedoch, dass euch dieses kleine Spezial mit dem kleinen Loki gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann später auch wieder bei den François-Videos reinschaut. Und dann sehen wir uns ja bald wieder. Das war das Schlechteste, was ich jemals gehört habe.